Herzlich willkommen, ihr kritischen Menschen da draußen. Mensch, ist es nicht wieder ein wunderschöner Tag. Ich weiß gar nicht, wie es da bei euch ist. Schreibt gerne Kommentare rein. Sagt mir, wie das Wetter ist. Willkommen auf meinem Kanal. Ich sag's dir. So, als erstes. Habt ihr mitgekriegt? Der Hauptbeschuldigte im Cum-Ex-Prozess kommt straffrei davon. Warum? Wegen Hirnschäden. Ach, ist es schon lustig. Naja, irgendwie war ja klar. Einer der wichtigsten Prozesse wegen Cum-Ex-Steuerhinterziehung ist ohne Verurteilung oder Freispruch zu Ende gegangen. Das Landgericht Bonn stellte das Verfahren gegen den Hamburger Bankier Olearius ein. Grund ist der Gesundheitszustand des 82-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem früheren Chef der Warburg Bank vorgeworfen, einen Steuerschaden von rund 280 Millionen Euro verursacht zu haben. Bei Cum-Ex wurden die Finanzämter über Jahre getäuscht. So wurden Steuern erstattet, die vorher gar nicht gezahlt worden waren. Ja, so ist es leider. Wenn du halt Millionenbeträge veruntreust oder da Betrug machst, dann passiert gar nichts. Wenn du aber 1400 Euro dem Staat schuldest oder die veruntreut hast, wenn man es so nennen möchte, dann kriegst du natürlich eine Haftstrafe dafür. Jawohl, in meinem Fall. Kommt immer darauf an, wie viel Geld man den Staat schuldet oder wen man und wie viel Geld man den Staat betrügt. So wird ein Schuh draus. Grüße nach Rostock. Habt ihr eigentlich gestern das mitbekommen? Explosion in Solingen? Afrikaner will Brandsatz werfen und sprengt sich selbst in die Luft. Leider wurden mehrere Personen verletzt. Der Tatort ist ein Wettbüro. Laut Newsinformationen war der Täter ein Afrikaner, der mit dem arabischen dominierten Wettbüro verfeindet war. Vier Personen wurden laut Polizei leicht verletzt. Eine Person, der mutmaßliche Täter, hat sich so schwer verletzt, dass er abtransportiert wurde mit einem Rettungshubschrauber und später seinen eigenen Verletzungen erlag. Die Polizei geht davon aus, dass ein Mann, dessen Identität demnach noch nicht einwandfrei geklärt werden konnte, auf dem Gehweg eine Flasche mit einer noch unbekannten Substanz fallen ließ. Beim Zerbersten der Flasche kam es demnach zu einer Verpuffung, die Fensterscheiben bersten ließ. Durch Glas, Splitter und einen Knalltrauma wurden Personen leicht verletzt. Ein 7 Jahre altes Mädchen, zwei Frauen im Alter von 35 und 45 Jahren und ein 38-jähriger Mann. Ich wünsche gute Genesung und wir müssen langsam mal wieder wirklich zur Besinnung kommen. Also, tut mir leid. Jeden Tag was Neues. Jeden Tag sind das irgendwelche Ausländer. Das geht so nicht. Also, abschieben sofort. Aber die Faeser meint ja auch, nur ein Hassposting reicht für Ausweisung. Na, ich hoffe doch mal, Frau Faeser. Ich hoffe doch mal, dass die Faeser sich auch mal daran hält. Sie will nämlich jetzt Nägel mit Köpfen machen. Und Ausweisungsrecht für Asylbewerber drastisch verschärfen. Schon ein einziger Internetposting mit Verherrlichung von Terror soll künftig reichen, um Ausländer ausweisen zu können. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bist du gegen Deutschland? Verherrlichst du irgendwas, was gegen andere Menschen geht? Dann solltest du das Land, in dem du gerade Schutz und Sicherheit bekommst, verlassen. Meine Meinung. Nun aber, Gau am Strommarkt. Deutscher Strompreis 16.500% höher als in Frankreich. 492 Euro in Deutschland, 2,69 Euro in Frankreich. Spanien ist gar nicht drin. Der Strompreis ist in Deutschland viel höher als in anderen Nachbarländern. Etwa 166 Mal so hoch wie in Frankreich. Grund ist nach Newsinformation ein Problem bei der Umstellung des Auktionssystems bei Europas größten Strombörse EPEX Spot. Durch den Fehler ist der Handel vom Strom über die Landesgrenzen, also für Stromimporte und Exporte hinweg, beinahe gänzlich zum Erliegen gekommen. Das hat einen plötzlichen Anstieg der inländischen Nachfrage im Strom gesorgt und die Preise explodieren lassen. Jeden Tag um 12 Uhr wird die Strombörse für den Folgetag einen Preis mit allen Erwartungsstromproduktionen aus Wind, Solar, Kernenergie und sämtlichen konventionellen Kraftwerken sowie den Stromflüssen, der über die Landesgrenzen hinweg errechnet, die sogenannte Day-Ahead-Price. Weil die Importe und Exporte aber nicht in die Preise mit einbezogen werden konnten, waren die Preise regional so unterschiedlich und in Deutschland so exorbitant hoch. Heißt, deutsche Stromhändler konnten keinen günstigeren Strom mehr aus dem Ausland zukaufen. Er musste schnell inländische Kraftwerke eingespringen. Und zwar für teures Geld. 116 Mal teurer als in Frankreich. Anders ausgedrückt, also unfassbare 16.500% mehr, die die Deutschen bezahlen müssen. Warum ist es immer Deutschland? Immer ist Deutschland der Leidtragende. Die deutschen Bürger vor allem. Kommen wir zum Abschluss. Lehrer alarmiert das Jugendamt. Mädchen 11 Jahre bekommt Kind von Stiefvater. In Siegen, Wittgenstein, hat ein Mädchen mit nur 11 Jahren ein Kind bekommen. Wie der Siegener Zeitung unter Berufung der Staatsanwaltschaft berichtet, ist der biologische Vater des Babys zugleich der Stiefvater des Mädchens. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht so,
Was ist das denn für ein kranker Fixer? Genau. Die Behörden ermitteln wegen Verdachts sexueller Nötigung. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, die Elfjährige und ihr Kind seien gesundheitlich wohl auf. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wolle man sich nicht weiter zu Verfahrensdetails äußern. Es gibt keine Beweislage. Ihre Aussage hat die Schülerin laut Zeitung behauptet, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr mit dem Stiefvater gekommen ist. Stattdessen soll sie eine Geschichte erzählt haben, an der es erhebliche Zweifel gibt. Sie habe sich angeblich ein Baby von dem Mann gewünscht und habe deshalb Sperma aus einem von ihm benutzten Kondom entnommen. Krank, ey. Wirklich, das ist so krank. Die Ermittler halten diese Aussage in höchstem Maß für unwahrscheinlich. Völlig auszuschließen sei aber nicht. Die Familie aus NRW sei nie mit dem Mädchen zum Arzt oder zur Beratungsstelle gegangen. Das Kind ist während der Schwangerschaft weiterhin zur Schule gegangen und habe weitere Kleider getragen und so versucht, seinen Bauch zu verdecken. Als den Lehrern die Veränderung trotzdem auffiel, wurde das Jugendamt informiert. Laut Siegener Zeitung soll das Jugendamt das Sorgerecht für das Mädchen und den Neugeborenen übernommen haben. Das Baby sei in einer Pflegefamilie untergebracht worden. Gegen den Stiefvater laufen Ermittlungen. Urhaft wurde aber nicht angeordnet. Also, kranke Geschichte. Und ich will jetzt darüber gar nicht urteilen. Junge Menschen, gerade in der Pubertät, ihr kennt ja eure eigenen Kinder, da passieren die wildesten Sachen. Wenn es aber so sein sollte, dass dieser Mann sich vergehen hat an einer Elfjährigen oder einer Zehnjährigen, dann habe ich dafür Worte, die ich leider hier nicht benutzen darf. Und ich hoffe, dass man hier... Alter Verwalter. Das war's gewesen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Gucken, was noch so kommt. Diese Woche im besten Deutschland aller Zeiten. Leute, macht es gut. Genießt euren Tag noch.